Entnehmen Sie den Clipmaster aus dem Sterilbarrieresystem und überzeugen Sie sich davon, dass es frei von Knicken und Bruchstellen ist. Der Clipmaster ist für den Einsatz in Endoskopen mit einem Arbeitskanaldurchmesser von 2,8 mm und größer geeignet. Führen Sie das Instrument langsam in den Arbeitskanal des Endoskops ein und schieben Sie die Spirale gleichmäßig und in kleinen Schüben voran. Betätigen Sie den Druckknopf mehrmals. Stoppen Sie, sobald die goldene Markierung sichtbar ist. Betätigen Sie den Handhebel langsam, in kurzen Hüben, bis der Clip vollständig geöffnet ist. Entspannen Sie das System durch einmaliges Betätigen des Druckknopfs. Um den Clip zu platzieren, ziehen Sie den Handhebel mehrmals vollständig durch. Das Freisetzen des Clips ist spür- und hörbar. Betätigen Sie den Druckknopf mehrmals. Stoppen Sie, sobald die goldene Markierung sichtbar ist. Betätigen Sie den Handhebel langsam, in kurzen Hüben, bis der Clip vollständig geöffnet ist. Entspannen Sie das System durch einmaliges Betätigen des Druckknopfs. Um den Clip zu platzieren, ziehen Sie den Handhebel mehrmals vollständig durch. Das Freisetzen des Clips ist spür- und hörbar. Wiederholen Sie diese Arbeitsschritte, um den zweiten und dritten Clip freizusetzen. Der Clipmaster lässt sich auch in Inversionsstellung des Endoskops bedienen. Beachten Sie, dass die Reaktion des Clips aufgrund der extremen Gerätelage verzögert erfolgen kann. Wird die Cliphülse so weit herausgeschoben, dass der nächste Clip sichtbar wird, kann es in seltenen Fällen zu einem Funktionsausfall des Systems kommen. Wir empfehlen, den Clip wie beschrieben freizusetzen und das System nicht weiter zu verwenden.